Nach den letzten Quartalszahlen ist die Pelletier-Aktie endlich im Kurs gestiegen und natürlich haben sich sehr viele Investoren darüber gefreut, haben gedacht, die schlechten Zeiten sind vorbei, aber leider nein, denn wir sehen, dass die Aktie wieder im Kurs fällt. Ich habe tatsächlich in meinen letzten Videos in den Prognosen genau das vorhergesagt, habe gesagt, hey, passt auf, seid nicht zu gehypt, denn ich glaube, dass wir jetzt wieder sehen werden, dass die Aktie fällt und deswegen werden wir heute genau klären, woran das Ganze liegt und wie es jetzt weitergehen könnte. Als erstes schauen wir uns den Chart der Pelletier-Aktie an und wir fangen hier einmal mit dem Tageschart in US-Dollar an. Wir sehen hier einige Support- und Resistance-Linien, die ich eingezeichnet habe, tatsächlich schon vor einer ganzen Weile. Und die letzte Resistance-Linie haben wir nicht geschafft zu durchbrechen. Das hatte ich auch in meinen letzten Videos zum Beispiel angesprochen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir es durchbrochen hätten und dann wieder hier weitergezogen wären zu dieser 200-Tage-Durchschnittslinie. Haben wir aber nicht geschafft. Hängt auch mit den fundamentalen Daten zusammen. Da habe ich auch vor dem Hype gewarnt, habe gesagt, ey Leute, passt auf, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Kurs wieder einbrechen wird. Wir hatten hier zwar jetzt eine sehr, sehr starke Rallye mit ungefähr knapp 35-36%, hängt natürlich auch mit dem Gesamtmarkt zusammen, weil der ja auch sehr, sehr stark nach oben gegangen ist. Das hat Pelletier mitgezogen. Dann natürlich der Hype um die Quartalszahlen und auf die gehen wir gleich nochmal im Detail ein, damit man auch weiß, ey, fundamentale Daten sind schon sehr, sehr wichtig und die waren doch nicht so positiv, wie der ein oder andere das vielleicht meinen mag. Und dementsprechend sind wir genau an dieser Supportlinie, die ich schon im letzten Video auch thematisiert habe, abgeprallt. Also wirklich haargenau, hier im 1-Stunden-Chart sieht man das sehr, sehr gut, sind wir hier abgeprallt, sind da nach unten gefallen. Und wenn ich mir jetzt das mal anschaue, wie viel Prozent das Ganze ausmacht, dann sind das hier knapp 18%. Also das ist schon wirklich bitter für alle, die jetzt hier vom Hype gecatcht wurden und dort oben wieder eingestiegen sind oder vielleicht nachgekauft haben. Das könnte definitiv wehtun langfristig. Was mir jetzt im Chart noch auffällt, ist zum einen dieses Gap hier bei ungefähr 7,75 $. Dieses Gap wurde noch nicht geschlossen. Das sage ich immer wieder. Langfristig werden diese Gaps geschlossen, normalerweise. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass hier noch ein bisschen Downside vorhanden ist bei Pelletier. Also darauf sollte man sich vielleicht noch einstellen. Wenn man jetzt in Pelletier einsteigen möchte, dann sollte man hier meiner Meinung nach, aber keine Finanzempfehlung, noch ein bisschen abwarten und darauf gamblen, dass der Kurs noch weiterfällt. Vor allem, weil wir hier auch nochmal so eine Mini-Support-Linie haben. Also das heißt, wenn wir jetzt hier dieses Gap schließen, landen wir genau auf einer Support-Linie und dann könnte ich mir wieder vorstellen, dass der Kurs hier nach oben geht. Wo ich noch einige Probleme sehe im Chart, ist einmal hier beim den MACD-Linien, denn wir sehen hier im Tagesbereich wechseln wir gerade erst in einen Abwärtstrend. Das heißt, hier sieht das Ganze nicht so positiv aus. Das unterstützt nochmal die These, dass wir jetzt erstmal zumindest zu dieser Supportlinie gehen, um dieses Gap zu schließen. Genau das gleiche beim RSI-Indikator. Wir bewegen uns gerade nach unten in den Überverkauft-Bereich. Also wir sind sehr, sehr weit davon entfernt. Dementsprechend könnte das wirklich sehr, sehr gut sein, dass der Kurs nach unten geht. Das ist auch das, wovon ich zumindest jetzt derzeit ausgehe. Also ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass wir jetzt hier diese Resistance-Linie hier durchbrechen und dann die Resistance-Linie durchbrechen und dann nach oben davon rallyen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Schreib aber gerne mal deine These unten in die Kommentare. Was natürlich noch wichtig ist, ist hier einmal der Wochenchart, um das Ganze uns langfristig einmal anzuschauen. Langfristig sieht es meiner Meinung nach gar nicht allzu schlecht aus, denn wir sind beim RSI-Indikator immer noch weit entfernt vom Überkauftbereich. Das heißt, da sollten wir uns definitiv noch keine Sorgen machen. Und bei den MACD-Linien sieht es auch derzeit sehr, sehr gut aus. Wir sind immer noch im Aufwärtstrend. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Aufwärtstrend vorbei ist. Also das definitiv nicht. Was aber jedem auffallen sollte, wenn wir uns jetzt hier mal die Kerzen anschauen, dann sehen wir hier im Wochenchart die grüne Kerze, wie lang hier dieser Stiel ist, dass hier wirklich enorm viel Druck da war beim Verkauf. Das heißt, sehr, sehr viele Bären sind hier eingestiegen, haben dann verkauft, beziehungsweise hier haben natürlich viele Leute dann die Chance genutzt, diesen Hype für sich selber zu nutzen, um dann eben auszusteigen aus Pelletier. Und das sehen wir wirklich genau an dieser Resistance-Linie, die ich thematisiert habe, dass hier die ganzen Verkäufer reingestiegen sind und dann den Preis wieder gedrückt haben. Und nachdem wir dann wieder hier, sage ich mal, bei dieser letzten Support-Resistance-Linie, wie man es jetzt nennen mag, vorher Support, jetzt Resistance angekommen sind, sehen wir, dass wir hier wieder abprallen und nach unten gehen im Wochenchart. Das ist natürlich nicht so schön. Ich kann aber trotzdem sagen, wenn wir jetzt langfristig uns das Ganze anschauen, sieht es charttechnisch nicht so aus, als würden wir jetzt wieder hier auf die absoluten Lows fallen. Also das definitiv nicht. Sondern kurzfristig, wie ich es vorher gesagt habe, im Tageschart werden wir wahrscheinlich diese Support- oder diese Supportlinie antesten und dann wird es natürlich wieder bouncen. Was natürlich für den langfristigen Trend noch viel wichtiger ist, sind die fundamentalen Daten und wenn wir uns die hier mal anschauen,
dann sehen wir natürlich hier vom letzten Quartal 2022 ein paar Highlights und die waren recht positiv, daher auch der Hype. Unter anderem ist der natürlich entstanden, weil wir das erste Mal Einnahmen, also positive Einnahmen hatten mit Palantir, diese Gap-Einnahmen, was natürlich echt cool ist und das wurde dementsprechend sehr, sehr stark gehypt. Wir hatten auch, wenn wir uns das Ganze einmal pro Aktie angucken, also die angepassten Einnahmen, aber auch die Gap-Einnahmen, dann hatten wir hier positive Einnahmen pro Aktien. Das ist quasi das Stückchen Kuchen, was ihr bekommt, wenn ihr in Palantir investiert. Daher ist das auch die wichtigste Kennzahl für die Investoren und daher ist hier die Thematik mit der Verwässerung der Aktien bei Palantir sehr, sehr dramatisch. Gehen wir gleich nochmal darauf ein, wie das da jetzt derzeit aussieht. Auf jeden Fall, wenn man sich das so insgesamt anschaut, dann könnte man meinen, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Es gibt auch noch ein paar andere positive Sachen, wie zum Beispiel den freien Cashflow. Denn wenn man sich das hier einmal anschaut, dann muss man ganz klar sagen, der freie Cashflow bei Palantir ist schon wirklich stabil. Wir haben auch zusätzlich keine Schulden, also das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Also wenn wir uns was bei Alpha Spread anschauen, dann sehen wir, dass der Score auch sehr, sehr hoch ist. Also wir haben hier viel mehr Assets, egal ob es kurzfristige oder langfristige sind, als Verbindlichkeiten. Man muss sich hier gar keine Sorgen machen in einer Rezession, dass Palantir auf einmal irgendwie vor einer Insolvenz steht und man sich hier Sorgen machen muss, dass man einen Totalverlust hat. Das definitiv nicht. Trotzdem hindern einige Probleme noch, den Aktienkurs davor eine sehr, sehr starke Rallye hinzulegen. Und zum einen liegt es damit, dass die Prognose von Palantir selber jetzt für das Jahr 2023 meiner Meinung nach noch nicht so rosig aussieht. Zwar wird hier immer noch von einem positiven Gap-Income gesprochen, was sehr, sehr gut ist. Also das muss man ganz klar sagen, damit Palantir halt weiter überhaupt eine Rallye weitermachen kann im Aktienkurs oder der Aktienkurs sich auch weiterhin hält, muss das Unternehmen schon profitabel sein. Denn ansonsten hätten wir ganz andere Probleme. Was aber natürlich nicht so cool ist, ist hier die Wachstumsrate beim Umsatz, denn die ist ungefähr bei 20%, wenn man sich das einmal ausrechnet, im Vergleich jetzt zum Jahr 2022. Eigentlich hatte Palantir ja ganz oft halt in diesen Quartalszahlen und auch in den jährlichen Zahlen gesagt, dass die eigentlich 30% anpeilen. Jetzt leider ist es in den letzten Quartalen sehr, sehr stark untergegangen, meiner Meinung nach auch von Palantir nicht offen kommuniziert, was ich sehr, sehr schade finde. Daher muss ich ganz klar sagen, ist das für mich persönlich ein ganz großes Problem, was noch zusätzlich dazu kommt. Und das habe ich in sehr vielen Videos immer wieder thematisiert, Leute, das ist ganz wichtig, ist hier die Net Dollar Retention. Und die Net Dollar Retention ist hier bei gerade mal 115% bei Palantir, was immer noch über 100% ist, was definitiv wichtig ist. Denn es ist halt, wie gesagt, die wichtigste Kennzahl in SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen, sind abhängig von dieser Kennzahl. Ich rate jedem, das einmal zu googeln oder meine alten Videos zu schauen, wo ich diese Kennzahl erkläre. Und hier muss man einfach ganz klar sagen, ist es gerade derzeit ein Trend, der nicht so positiv aussieht bei Palantir, was mir persönlich ein bisschen Sorgen bereitet, denn die müssen meiner Meinung nach die Software so aufbessern, dass immer mehr Leute diese Software auch langfristig upgraden wollen, denn Palantir hat ja diese verschiedenen Modelle, damit sie halt eben auch mehr Cash generieren können. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass bei Palantir, bei diesen verschiedenen Modellen, es ja immer noch so ist, dass sie das hauptsächliche Geschäft eher im letzten Modell, also wirklich in dem absolut größten Abo-Modell abschließen können, also da verdienen die wirklich die ganze Kohle und in den ersten Modellen ist es halt wirklich so, dass teilweise Palantir auch Geld verliert, dann nicht wirklich was gewinnt, sondern da geht es nur darum, die Kunden langfristig zu binden. Daher ist es natürlich uns sehr, sehr wichtig zu schauen, wie sich die Net Dollar Retention auch weiterhin entwickelt, denn wenn die weiter runtergeht, dann ist das ein ganz, ganz krasses Signal, dass man vielleicht doch aus Palantir aussteigen sollte. Du musst mir auf jeden Fall mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben oder generell auf welche Kennzahlen du achtest. Das andere Thema, was ich immer wieder thematisiert habe, sind natürlich die Stock-Based Compensations und da sind wir wieder bei diesem Thema Verwässerung, also wie viel Anteil am Kuchen bekommst du dann pro Aktie, in die du dann investiert hast. Das hängt dann eben damit zusammen, dass Palantir viele seiner Mitarbeiter dann eben in Aktien oder Aktienpaketen, Optionen, wie auch immer, ausbezahlt hat, die damit belohnt hat, was natürlich an der einen Stelle einen Vorteil hat, weil Palantir sich halt nicht verschulden muss, also nicht wie viele andere Unternehmen, die dann eben Kredite aufnehmen und wir wissen, derzeit sind natürlich Kredite auch noch relativ teuer geworden, war früher zwar anders, aber okay. Daher muss man natürlich ganz klar sagen, ist das schon eine Art, die man dann eben nutzen kann, um Mitarbeiter zu belohnen, zu bezahlen, ohne dass man sich eben verschulden muss. Das hat Tesla ja auch tatsächlich ganz lange gemacht. Man muss aber sagen, damit das Ganze langfristig funktioniert, damit der Kurs der Aktie steigt, muss auch ein verdammt großes Wachstum vorhanden sein. Also bei Tesla hatten wir eine Wachstumsrate von 50%, was natürlich Wahnsinn ist. Bei Palantir stand jetzt gerade mal nicht mal 30, was nicht so gut ist. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, dann müssen wir ganz klar sagen, jetzt derzeit ist der Trend schon ganz positiv. Also die Verwässerung geht gerade runter.
Trotzdem müssen wir sagen, dass es immer noch eine echt hohe Zahl ist. Und mich würde dann natürlich interessieren, wie das Quartal 2023 weiterhin aussehen wird. Das war jetzt meine Meinung zur Palantir-Aktie. Wie gesagt, ich selbst bin investiert, bleibe auch weiterhin investiert, schaue mir die nächsten Quartale an. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, das Kind ist in den Brunnen gefallen und alles ist vorbei. Aber es ist nicht allzu positiv und ich möchte objektiv bleiben und dementsprechend werde ich auch fair das Ganze bewerten. Wenn es schlecht ist, dann werde ich auch ganz offen meine Meinung dazu sagen. Wenn es positiv ist, dann werde ich das auch sagen. Das habe ich bisher in all meinen Videos gemacht. Wenn du einfach dabei bleiben möchtest und dich Palantir interessiert oder auch andere Aktien, abonniere gerne den Kanal mit Glocke, dann bleibst du up to date. Lass mir einen Daumen nach oben da, falls dir dieses Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video.